Hallo YouTube, wie geht es euch? Hier ist der Carsten und auch heute möchte ich euch wieder einmal herzlich begrüßen zu einem neuen Orchideenvideo hier auf meinem Kanal. Heute wieder aus der Rubrik Orchideenwissen und zwar möchte ich heute ein bisschen in die Morphologie der Orchideen einsteigen. Genau genommen Orchideen aus der Gruppe der Sympodialen und zwar möchte ich im heutigen Video klären, ob Orchideen nun Bulben haben oder ob sie Pseudobulben haben. Dafür müssen wir natürlich dann im Laufe des Videos erstmal klären, was überhaupt ist eine Bulbe und was ist dementsprechend eine Pseudobulbe, wo liegen die Unterschiede und handelt es sich hier vielleicht um zwei Begrifflichkeiten, die ein und dieselbe Sache beschreiben? Gut, ich werde jetzt die Antwort gleich vorne wegnehmen. Nein, es handelt sich nicht um ein und dieselbe Sache bei diesen beiden verschiedenen Begrifflichkeiten. Orchideen haben botanisch korrekt gesehen Pseudobulben und keine Bulben. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, Moment, du sagst doch in deinen Videos auch immer Bulben und dann sagst du wieder Pseudobulben. Das hat einfach was mit Bequemlichkeit zu tun. Das hat sich einfach so eingebürgert, ja, in der Fachwelt oder generell viele Leute und viele Züchter und Sammler. Die sagen einfach aus Bequemlichkeit Bulben, aber das ist nicht korrekt. Die botanisch korrekte Bezeichnung für diese Pflanzenorgane sind Pseudobulben bei den Orchideen. Ja? Das ist einfach der Volksmund, zum Beispiel bei Kakteen gibt es das auch. Ja? Der Volksmund sagt, dass Kakteen Stacheln hätten, ja? Ein stacheliger Kaktus, aber das stimmt auch nicht botanisch. Kakteen haben in Wirklichkeit Dornen, ja. Und bei der Rose ist es genau andersrum. Da sagt der Volksmund, dass die Rose Dornen hätte, ja. Man kennt ja auch das Märchen Dornröschen, aber in Wirklichkeit hat die Rose botanisch gesehen Stacheln und keine Dornen. Und da ist es auch so ein bisschen bei den Bulben und Pseudobulben. Also immer wenn ich in meinen Videos das Wort Bulbe verwende, meine ich damit immer Pseudobulben. Das ist einfach so eine schlechte Angewohnheit, Das kann schon mal passieren, ihr möget es mir verzeihen, okay? Mein Plan ist jetzt eigentlich folgender. Ich möchte jetzt nochmal durch die Kamera ein paar verschiedene Formen von verschiedenen Pseudobulben mal verdeutlichen, ja, dass ihr mal ein paar verschiedene Beispiele kriegt, wie formenreich diese Pseudobulben sein können. Und danach gehen wir dann in die Begrifflichkeiten ein und werden dann klären, warum haben Orchideen denn nun Pseudobulben und keine echten Bulben? Ich muss dazu auch noch Folgendes sagen. Pseudobulben, sowohl als auch echte Bulben, sind Speicherorgane, in denen Pflanzen, ja, ob das nun Orchideen sind oder andere Pflanzen, quasi Nährstoffe, Stärke, aber vor allem auch Wasser speichern. Das sind quasi Speicherorgane, um den Pflanzen über eine zum Bleistift lange Trockenzeit quasi zu helfen, um das Überleben zu sichern, ja. Und ihr werdet das ja wissen, viele Orchideen kommen aus periodisch trockenen tropischen Gebieten, das heißt, die müssen eine sehr lange Trockenzeit überstehen und dann im Anschluss kommt dann die Regenzeit und während dieser Trockenzeit leben die Orchideen quasi aus den Reservestoffen und dem gespeicherten Wasser aus ihren Pseudobulben, okay? So, jetzt fangen wir mal an und holen mal ein paar verschiedene Pseudobulben in die Kamera. Hier hätten wir jetzt eine ganz typische Enzyklia-Pseudobulbe. Wie ihr schon seht, ist sehr prall nach oben hin konisch zugespitzt und dann oben geht sie in die typischen lanzettlichen Enzyklia-Blätter über. Hier habe ich jetzt eine Maxillaria-Orchidee. Hier sind die Pseudobulben sehr oval und flach gedrückt. Hat auch eine kleine Blüte dran. Maxillaria variabilis. Hier sind die Bulben überall, also die Pseudobulben überall verteilt. Hier hätten wir jetzt eine typische Pseudobulbe einer Rossioglossum-Orchidee, auch sehr pralle, fette Pseudobulben und ganz besonders typisch für Rossioglossum,
Diese Pseudobulben sind gekielt. Nun kommen wir zu einer Miltonia-Hybride. Hier sind die Pseudobulben eher langgezogen, auch etwas abgeflacht und etwas gerippt. Und hier hätten wir jetzt eine typische Cattleya. Hier die Pseudobulben, ganz typisch für Cattleya. Ihr könnt das hier sehen, diese Pseudobulben sind gestielt. So, typische Cattleya. So, kommen wir jetzt zum Kernthema. Was ist eine Bulbe? Dafür müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten klären. Und zwar kommt der Wortstamm aus dem Griechischen Bulbos, beziehungsweise aus dem Lateinischen Bulbus. Und das steht für Zwiebel. Eine Bulbe ist also nichts anderes als eine Zwiebel. Und dementsprechend ist eine Pseudobulbe eine falsche Zwiebel. Ja? Pseudo kommt ja auch aus dem Griechischen. Das Wort Pseudos, falsch. Also Pseudobulbe, eine falsche Bulbe, eine falsche Zwiebel. Dementsprechend verfügen Orchideen über sogenannte falsche Zwiebeln. Und die sogenannten echten Zwiebeln, das wäre zum Beispiel Tulpen etc., ja, das wären echte Zwiebeln. Aber beide Organe sind Speicherorgane und dienen der Pflanze zum Überleben, okay? Ich habe jetzt mal für euch hier eine ganz normale Küchenzwiebel dabei. Die kann ich jetzt gleich mal in der Mitte durchschneiden und dann kann ich euch hier anschaulich machen, was jetzt eine Zwiebel genau ist. Eine Zwiebel hat nämlich eine extrem gestauchte Sprossachse und ist umhüllt von sukkulenten, also dickfleischigen Blättern, die ganz dicht gepackt, also eng anliegend, Schicht für Schicht, also typisch für eine Zwiebel, quasi dann diese runde Kugel hier formen. Ich werde jetzt mal diese Küchenzwiebel hier aufschneiden. So, hier kann man es jetzt schön erkennen. Ich habe eine rote Küchenzwiebel genommen, dass man einfach die Zwiebelschichten schöner erkennen kann. Und hier unten, dieser kleine dunkle Knubbel, das ist die extrem gestauchte Sprossachse. Hier unten würden dann die Wurzeln rauskommen. Aber das hier, dieser dunkle Knubbel, das ist die Sprossachse. Und diese ganzen Zwiebelschichten, die ihr seht, das sind dickfleischige Blätter. So, und hier haben wir jetzt eine Pseudobulbe, in dem Falle hier eine Pseudobulbe einer Lycaste-Orchidee. Hier sind noch die Wurzeln dran. Lycaste-Orchideen sind ja laubabwerfende Orchideen, dementsprechend fehlen hier schon die Laubblätter. Und jetzt werden wir einmal diese Pseudobulbe aufschneiden, okay? So. Und ihr werdet sehen, diese Pseudobulbe hat keine Schichten wie bei der Zwiebel, sondern die ist massiv, die ist durchgehend, ja? So. Könnt ihr das hier sehen? Ihr werdet hier keine Zwiebelschichten, Blattschichten sehen, weil diese Zwiebel, also diese Pseudobulbe hier durchgehend ist. Und das ist bei allen Pseudobulben aller Orchideengattungen so, ja? Die haben alle ein massives Speicherorgan, was aus einem Organ besteht. Im Gegensatz zur Zwiebel, was aus ganz, ganz, ganz vielen Blättern besteht. So, da habt ihr jetzt euren Unterschied zwischen einer Bulbe, Zwiebel, und einer Pseudobulbe, eine falsche Zwiebel, beziehungsweise eine Scheinzwiebel. Ja? Jetzt möchte ich noch ein bisschen tiefer in die Morphologie der Orchideen einsteigen. Dafür werde ich jetzt erstmal hier diesen Hibiskus-Spross hier zur Hilfe nehmen.
Ja, das ist ein ganz normaler Hibiskustrieb. Hier habt ihr die Sprossachse quasi, ja, der Stängel. Und das ist das Blatt. Der Gärtner bezeichnet diese Blattfläche als die Blattspreite. Dann haben wir hier den Blattstiel und hier ist der Blattgrund. Der Blattgrund ist die Zone, wo der Stiel quasi in die Sprossachse übergeht, also in den Stängel. Okay? Zur Verdeutlichung, bei Orchideen schaut das etwas anders aus. Ich werde jetzt mal hier diese Cattleya nehmen, da kann man es am besten erkennen. Die haben nämlich keine Sprossachse bzw. Stängel. Das sind alles verschiedene Wörter für die gleiche Sache, sondern die haben ein Rhizom. Ja? Ein Rhizom ist auch nichts anderes als ein morphologisch umgewandelter Stängel bzw. Sprossachse. Und hier könnt ihr das sehen, ne? Hier ist das Rhizom. Das ist ein kriechendes, ein sogenanntes kriechendes Rhizom. Und ein Rhizom liegt quasi waagerecht, läuft über die Erde oder knapp unter der Erde etc. Bei den Orchideen laufen die in der Regel über der Erde. Das sind einfach, ist eine horizontale Sprossachse. Ja? Und da kommen jetzt diese Pseudobulben raus, ja? Aus diesem Rhizom. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt genau die Pseudobulbe und wo hört diese Pseudobulbe auf? Wo fängt sie an? Ich hatte ja gerade erklärt, die Blattspreite bei diesem Hibiskus, das ist quasi die Blattfläche, das ist auch hier ganz klar. Hierbei handelt es sich um die Blattspreite. Und jetzt kommt eine morphologische Besonderheit der Orchideen. Und zwar dieser Teil hier, könnt ihr diesen Strich sehen, das ist der Blattstiel und der Blattgrund extrem, extrem gestaucht. Quasi dieser Übergang. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, wo hört jetzt quasi der Blattstiel auf, wo fängt das Rhizom an. Aber im Prinzip diese verdickte Speicherknolle, nichts anderes ist nämlich eine sogenannte sprossbürtige Speicherknolle. Ja? Das ist dann schon hier ein Auswuchs des Rhizoms. Und wie gesagt, der Blattstiel und der Blattgrund, das ist diese kleine Sektion, die ist extrem gestaucht. Und dann schließt die Blattspreite an. Okay? Das ist natürlich ganz gut, wenn man das hier am Beispiel erklären kann, weil wie ihr schon gesehen habt, auf den ersten Blick kann man jetzt nicht identifizieren, wo ist jetzt Blattstiel, wo ist jetzt der Stängel, wo ist das Rhizom etc., wo fängt die Pseudobulbe an, wo hört sie auf etc. Deswegen mache ich das immer ganz gerne so an einem Beispiel veranschaulicht etc. Und im Prinzip war es das jetzt auch schon mit meinem Bulben-Pseudobulben-Video. Jetzt habt ihr quasi den Unterschied gesehen zwischen einer Zwiebel, also einer Bulbe, und einer Scheinzwiebel, also einer Pseudobulbe. Und das war jetzt auch schon mein kleines Video. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis die Tage. Euer Carsten.